Hey Leute, willkommen zurück zu Gothic 2, Part Nummer 41. Ich sitze hier bei der Sagitta, der Kräuterhexe, hab letzten Part die Sonnenaloe gefunden. Und jetzt habe ich Tränke brauen gelernt. Ziemlich nice. Kann jetzt schön Heiltränke brauen. Mit Heilpflanzen wahrscheinlich und so. Und ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich Dragomirs Armbrust, die ich auch gefunden habe, zu ihm zurückbringe. Das werde ich jetzt tun. Mitten in der Nacht. Und dann gehe ich zurück zu Purines und werde diesen Vergessenszauber anwenden. Ich hoffe, der funktioniert. Muss ich erstmal Valentino umklatschen. Dann setze ich den Zauber ein und dann müsste die Quest eigentlich so erfüllt sein. So habe ich es immer gemacht eigentlich. Bei. Oh. Dritter, erster. Wenn ihr wartet seht. Im Moment haben wir immer noch den 29.12.2014. Das heißt, ich produziere drei Parts am Stück vor. Also jetzt im Moment, vielleicht mache ich nachher noch eins. Und wir sind jetzt hier angekommen bei Dragomir. Geben ihm die Brust ab. Armbrust ab. Ich guck grad mal. Jetzt die Stärke. Aber bei Armbrust braucht man Stärke, aber mache ich erst ab Part, ab Kapitel 5 oder Kapitel 6. Ich auf Armbrust gehe. Na gut, mal gucken. So, hier. Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Doch. Und ob. Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. 150 Gold, danke. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe. Okay, ich muss geschickter werden, alles klar. Wie habe ich denn? 28, ja, aber ich gehe erstmal auf Stärke, weil ich Schwert erstmal stärker werden muss. Besser werden muss, so. Ist der Quest jetzt hier fertig? An der Tag? Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich gehe mal gucken. Na, da bist du ja endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Ruger hat Randolph wieder mal abgefüllt. War ja zu erwarten. So, also ich hoffe, dass das letzte Mal war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Warte mal. Kopfschmerzen? Ich glaube, den dicken Schädel werde ich nie wieder los. Ich trinke keinen Tropfen mehr, das schwöre ich. Die Quest ist verloren. Dein Geld ist weg. Es tut mir leid. Scheiße, lol, was habe ich falsch gemacht? Ja, keine Ahnung, dann Ich will mein Geld zurück. Spielschulden sind Ehrenschulden, Kumpel. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Verdammt. Ja, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie das Quest, vielleicht haben die es auch irgendwie gefixt oder so, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, dann ist das Tutorial mit dem Wettsaufen ja, verloren, keine Ahnung. Tut mir leid. Aber so habe ich es eigentlich gedacht, da habe ich nachgegoogelt, da habe ich geguckt, ich habe eigentlich alles so gemacht. Ich habe, als der Hooker draußen war, Wasser in die Truhe rein gemacht, statt der Wacholder und der Bier oder was weiß ich. Und da weiß ich jetzt, nehmen müssen, von daher. Sorry. Okay. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ja. Ja, halt, ich meine, ich habe 4370 Gold. Ich meine. Wie viel habe ich verloren? 200? 100? Keine Ahnung. Egal. Boah. So, dann noch. Boah, Alter, es wird morgen, ey. Wird mich beeilen. Klatschen von Valentino. Ich hoffe, das funktioniert wenigstens.
Früher habe ich es immer so gemacht, ich habe Valentino umgeklatscht und dann den Vergessenszauber drauf gemacht, als er am Boden war. Sollte es eigentlich vergessen haben, ich meine. Keine Ahnung. Oh, wieder zurück in Korin. So, gucken, ob Valentino hier draußen rumschwirrt. Oh, super, ey. Okay, ich versuch's, egal ob ich mich hier schlecht stelle oder nicht. Wobei, hier sind wir gucken uns Leute zu. 1, 2, 3, 4, 5, lol. Hey, you! Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du kannst mich ruhig verprügeln. Wenn ich morgen aufstehe, wird's mir wieder gut gehen. Aber du musst mit deiner Vision. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern, die... Ja, ja. Ich bin Valentino, der... Verdammt, okay, dann warte mal. Ah, jetzt geht er zu anderen Sitz. Hätte noch umklatschen, wer ist denn noch alleine? Das war doch klar. Stadtwache? Uiuiui. Ja. Pablo. Der hat ein dickes Schwert, das brauche ich nicht. Oh mein Gott. Wird noch jemand hier draußen rum, ohne dass mich die Stadtwache sieht? Mann, ist doch scheiße. Halt! Das Warenlager darf... Hörst du schlecht? Jemand auf den Sack. Mann. Jetzt, scheiße. Weiß ich nicht, was ich hier noch machen. Ein Elvid umhauen. Ich glaube da nicht dran. Na komm. Speichern, Vergessenszauber. Alter, 2, lol. Steck die Waffe weg! Ich lass es mal. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Steck endlich die scheiß Waffe weg! Du hast es nicht anders gewollt! Alter. Boah. Lass dir das eine Lehre sein! Ja, nee, komm. Nein, jetzt habe ich schon wieder die falschen Button geklickt, oh Mann. 41. Speichern. 40. Warte mal. Ich hab falsch gespeichert. Scheiße. Oh, das ist mies. Richtig mies. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert, scheiße. Ein Elvish ist stark. Kann ich. Ich will jemand anders suchen. Meinung will ja keiner hören. Die Bürger. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen wohl, ich habe ja zwei Vergessenszauber. Könnte ich eigentlich machen. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Die Bürger umklatschen kann. Er erzählt alles weiter. Ich sehe auf dumm. Wir können nur abwarten. Weg mit der Waffe! Wieder. Weg damit oder ich verpasse dir eine! Gucken. Ich hatte dich gewarnt! Okay, die Stadtwache hat's gesehen. Mann, ey, ist richtig kacke. Ja, die Quest kann ich wahrscheinlich vergessen. Oh lol, hab ich noch den Bogen. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. Mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten.
Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Nein, ich habe sowas schon öfter gemacht. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Pfeile habe ich noch. Hoffe ich mal die ganzen Fälle. Das Fell. Ich glaube, das war nur was. Offen hier. Ja, muss ich kapieren, ja. Vorher. Ja, muss bald ich nochmal. Weil da habe ich genug. Hab ich Fleisch. Boah. Ein bisschen Fleisch braten. Ich mach das mal hier schnell. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin fertig. Warte, Fleisch ist gebraten. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Quest machen soll. Vielleicht lasse ich das auch. Ich kann ja nur im mittleren Viertel oder hier im Oberviertel. Ich kann den Gärtner umklatschen eigentlich. Er ist nicht pennt. Der hat nur eine Sichel. Ich weiß. Immer mal versuchen. Er ist eh hinterm Haus. Kann eigentlich keiner mitkriegen. Er ist nicht pennt, das ist ganz toll. Ich glaube, eine dicke Rüstung hat er jetzt auch nicht. Da hängt er doch. Das ist gut. Versuch's mal. War schon ausgewählt hier, vergessen? Nein. Ist bestimmt out of range. Das weg mit der Waffe! Ich versuch's mal. Weg damit oder ich verpass dir eine! In der Ecke. Komm her. Komm her, ich muss einfach nur die Stege dodgen. Sichel wollte ich nicht. Sichel. Weg. Hier und zack. So, jetzt müsste es funktioniert haben. Oh, mein Schädel. Warte mal. Ja. Ich glaube, es hat funktioniert. So, jetzt kann ich zu... Oh, wie heißt der nochmal? Moment. Wo ist dieses... Boah, cool. Ich habe Quests verloren, das ist gut. Das ist Experiment, genau. Ignaz. Genau, das war Ignaz. Der hat auch nichts. Es scheint funktioniert zu haben. Wie gesagt, ich habe es früher immer mit Malentino gemacht. Doch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber wahrscheinlich haben die ganzen Charaktere gestärkt und so. Bessere Rüstung gekriegt. Bessere Waffe gekriegt. Und jetzt habe ich es mit dem Gärtner gemacht. Ich glaube, das hat geholfen. So. Wenn er, ich hoffe, der rastet jetzt nicht aus, wenn ich hier sein Haus betrete. Ignaz, wach auf. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen.
Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Ja, Trank der Geschwindigkeit, aber Lex, ich will einen Lernpunkt weggeben. Oder wieder aufsteigen, weil wann ist mein nächstes auf 500 EP? Auch komm schon, ey. Zeig mir deine Ware. Das ist richtig traurig. Trank der Geschwindigkeit, da brauche ich aber noch nicht. So. Gut, Dankeschön. Quest beendet. So. Essen. Also es hat funktioniert mit dem Gärtner. Das ist sehr schön. Das freut mich. So. Ich habe immer noch keine. Womit denn? Nee, hab ich. Ja, was mache ich denn jetzt? Was fürs Bogen habe ich? Genau, habe ich auch schon. Aber noch zu stark bei Lies Hof. Onas Hof. Ne, Lies Söldner. Ach, keine Ahnung. Wir müssten. Geh nochmal zu Vatros. Vielleicht hat er noch was. Ja, geh du mal schön. Frag Vatros nochmal durch. Das Bürger, toll. Warte mal. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Okay. Wegen der vermissten Leute. Ja? Neues gefunden. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesen. Ah, okay. Na klar, Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Der da, achso. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst.
Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Ach, okay. Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Okay. Danke. Ich werde gut darauf achten. So, werde ich mal kurz zeigen. Ich habe es nämlich schon im Let's Play gesehen. Dieses Amulett. Und an diesem Ort. Boah, aber nicht, wenn Wart waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so war das Meer erschaffen. Ah, hier. Und das Meer gab. Und es entstand. Warte mal. Ehrlich. Folge mir. Such mir etwas. Such mir alles, was du finden kannst. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Hinten oder was? Wahrscheinlich die Kiste. Oder? Naja, egal. Inos verlieh ihm einen Teil seiner Göttlichkeit, auf dass er den Wirken Belias Einhalt gebiete. Und Belias sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber mit Danke. Gespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos überkam nichts zu plündern. Naja, ist auch schon geil. So, ich überziehe schon ein bisschen. Ich speichere mal kurz. 41. Ich hoffe, die Part 40 muss ich von 39 wieder anfangen. Da habe ich keine Lust drauf. Gut, danke fürs Zusehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.